Wenn ihr das zum ersten Mal benutzt, ist das der Hammer. Und jedes Mal, wenn ich die Brille aufhab, das ist einfach absolut geil. Da kannst du nichts anderes sagen. Und es war wirklich ein Sprung zur VR1, also für die PS4 damals. So, Freunde, wir schauen PlayStation VR 2 ein Jahr später und neue Games 2024 von Inside PlayStation. Habt ihr die VR 2? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und schreibt mal dazu, wie geil ihr die findet. Ich habe sie mir damals auch gekauft. Inklusive Horizon Call of the Mountain, das war das Bundle. Ich glaube, das hat 600 € gekostet oder so. Und ich habe es nicht bereut. Aber ich muss dazu sagen, ich habe die Brille, glaube ich, die letzten 8 Monate nicht mehr benutzt. Das war aber bei der VR1 genauso. Aber die VR1, die war ein bisschen schwieriger zu konfigurieren, ne? Weil ich habe die erste Version davon gehabt und nicht die zweite, wo dieses krasse Signal durchgeschliffen heißt das, glaube ich, durchgeschliffen wird. Deswegen war das ein bisschen blöd. Und bei der VR2 ist das halt ganz einfach, aber ich habe einfach keinen Bock. Beziehungsweise keine Zeit. Sagen wir es mal so, ich habe keine Zeit mehr zu spielen. Und deswegen schauen wir uns mal an, was der Kollege hier zu sagen hat und welche neue Games es 2024 gibt. Eins davon ist schon auf meiner Wunschliste, das werde ich mir direkt holen, das kommt im Juni raus. Das ist Wanderer 2. Let's go. Ah, wie schnell die Zeit vergeht. Die Kleinen, oder? Sie werden so schnell groß. Die PlayStation VR 2 hat gerade ihren ersten Geburtstag gefeiert. Im Februar letzten Jahres, da erschien das VR-Headset für die PS5. Lasst uns gemeinsam auf dieses erste Jahr schauen. Und ich muss echt sagen, wenn ihr das zum ersten Mal benutzt, ist das der Hammer. Und jedes Mal, wenn ich die Brille aufhab, das ist einfach absolut geil. Da kannst du nichts anderes sagen. Ich kenne zwar keine anderen Brillen außer die VR1, also keine, wie heißt die, von HTC oder sowas. Oder die ganzen anderen Dinger. Quest gibt's, glaube ich, noch, kenne ich nicht. Ich habe keinen Vergleich, aber die Brille ist echt krass. Und es war wirklich ein Sprung zur VR1. Ne? Also für die PS4 damals noch. Was ist besonders in Erinnerung geblieben? Was waren unsere Spiele-Highlights und was bringt die? Und alle sagen immer, Gran Turismo, welches ist das? 7? Gran Turismo 7 ist der absolute Burner. Vor allen Dingen mit Lenkrad. Ich habe es immer noch nicht geschafft zu spielen, Alter. Zukunft der PSVR 2. Also, Headset auf und rein in die virtuelle Realität. Neue Hardware zum ersten Mal auspacken. Ihr kennt das Gefühl, ne? Der Geruch, das langsame Abziehen der Folie. Und dann der Moment, wenn man das neue Gerät zum ersten Mal. Dieses T-Shirt macht mich komplett irre, Alter, von ihm. Dieses Gesicht. Mal in den Händen hält. Ist das Ben Tewak? Oder wer ist das? Bester Moment. So war es bei mir auch, bei der PSVR 2. Und das Geile bei dem PS5-Headset, es ist sofort ready to go. 2 neue Sense-Controller und 1 USB-Kabel zum Laden und Verbinden der Controller. Ach so, ich habe mir noch die Ladestation dazu gekauft, ne? Also ich habe 650 gezahlt. Und die Ladestation ist echt ihr Geld wert, also die ist echt cool. Sind genauso dabei wie Kopfhörer, die sich perfekt... Was war denn das gerade für ein Spiel? Firewall? Firewall Ultra. Okay. Sind genauso dabei wie Kopfhörer, die sich perfekt am Headset befestigen lassen. Und das Headset selbst hat nur noch... Ja, mit den Kopfhörern habe ich, glaube ich, auch gespielt, aber das waren keine Kopfhörer, das waren so In-Ears waren das. Ein langes USB-C-Kabel, das direkt in die PS5 geht. Ja. Fertig. Keine zusätzliche Station, kein Kabelsalat, keine separate Kamera. Das war gut. Ich habe mir noch so einen Adapter geholt, ne? So ein magnetischer Adapter ist das. Also ich habe es noch leichter. Ich muss nicht mal reinstecken. Ne, ich kann das Ding einfach so ranklippen und dann ist das dran. Und falls ich mal komplett ausraste und mich drehe und irgendwie rumhampel mit den Dingern und das Kabel fliegt ab, dann fliegt nur das Kabel ab, aber die PlayStation fliegt mir nicht in die Fresse. Ne? Easy peasy, sogar ich habe das ohne Anleitung hinbekommen. Oh, das mag was heißen. Um euch jetzt nicht lange mit technischen Details der PSVR 2 anzuöden, erzähle ich euch einfach mal von meinem Erlebnis mit meinem ersten PSVR 2 Spiel, nämlich Horizon Call of the Mountain. Das war auch mein erstes. Wir starten auf einem kleinen Boot, das auf einem Fluss mitten im Dschungel entlang schippert. Und direkt von Anfang an lässt die... Das war echt cool. Also wenn ihr euch die Brille holt, dann holt entweder das Bundle oder das Spiel dazu. Das ist echt geil. PSVR 2 ihre Muckis spielen. Ich kann mit meinen Händen durch das kristallklare Wasser fahren
Ihre Frösche aus allen Richtungen quaken und als dann plötzlich ein Sturmvogel, einer dieser riesigen Flugmaschinen, über meinen Kopf hinwegrauschen, dabei die Bäume zum Wackeln bringt und Blätter aufwirbelt, ich für meinen Teil war beeindruckt. Kurz danach stapft dann einfach ein Langhals direkt vor unserem Boot aus dem Gebüsch. Und wenn ihr dachtet, die Dinger wären riesig, als ihr mit Aloy an ihnen hochgeklettert seid, wartet erstmal ab, bis ihr selbst in First Person vor so einem Ding steht. Die Dinger sind riesig. Den Eindruck verstärken die Stampfer der Maschine, die ihr dank der Sense Controller und den Vibrationsmotoren im Headset selbst spüren könnt. Erinnert ihr euch noch an 4D-Kino, was aber irgendwie immer enttäuschend war? Genau das, das hier, das fühlt sich so an wie das, was 4D-Kino einem immer versprochen hat. Und ihr werdet noch nicht mal mit Wasser bespritzt. Ihr seht schon, ich habe hier noch nicht mal mit dem Bogen geschossen und ich bin schon jetzt hin und weg. Aber ja, der Bogen, den dürft ihr schon noch früh genug nutzen. Und zwar, wenn euch plötzlich ein Wächter überrascht. Ihr benutzt ihn genauso, wie ihr eben einen echten Bogen benutzen würdet. Ihr greift hinter euch mit eurem Sense-Controller, zielt einen Pfeil aus dem Köcher auf eurem Rücken und spannt diesen dann wie mit einem echten Bogen. Im Übrigen, wenn ihr da mal Bock drauf habt, ich habe das komplette Let's Play, also wenn ihr das nicht spielen wollt und trotzdem mal reingucken wollt, ich habe das komplette Let's Play auf meinem YouTube-Kanal. Komplett, von A bis Z, alles dabei. Die adaptiven Trigger, die lassen euch sogar den Widerstand beim Spannen spüren. Das macht einfach Bock, vor allem weil Horizon so einen perfekten Mittelweg findet zwischen Realismus und Spaß. Okay, ihr müsst schon zielen, aber gleichzeitig keine Profis im Bogenschießen sein, um zu treffen. Wer schon mal einen echten Bogen genutzt hat, weiß, wie schwer das eigentlich ist. Und Horizon lässt euch das Gefühl, als wärt ihr ein echter Profi. Geil. Ja, dann küss doch Horizon Call of the Mountain, wenn du so liebst. Ja, Moment, eine geile Sache habe ich noch. Anstatt im Menü mit euren Händen herumfuchteln zu müssen oder einen Punkt nach dem anderen mit dem Digipad anzuwählen, bedient ihr es einfach mit euren Augen. Die PSVR 2 checkt. Was ich allerdings ausstellen musste, war das freie Bewegen. Also du kannst dich drehen, indem du den Stick halt immer so etappenweise drückst, sag ich mal. Ne? Dann drehst du dich so. Also ist wie so ein, wie sagt man, ruckeln oder was? Das hatte ich drin, weil ich habe das ausprobiert. Also du kannst dich auch ganz normal drehen, aber wenn du dann dich wirklich 360 Grad drehen willst, da ist mir schon richtig übel geworden. Tracked, wohin ihr schaut. Muss ich wieder ausmachen. So müsst ihr einfach nur auf den Menüpunkt schauen, den ihr anwählen wollt und fertig. Oh, ist ganz das schön. Ehrlich, ich glaube, ich muss die Brille gleich wieder aufsetzen. Das spart Zeit und funktioniert super intuitiv, weil ey, man guckt doch eh immer auf den Punkt, den man anklicken möchte. Wie ihr, auf den Like-Button. Ha? Und das war... Genau, Freunde, klickt mal auf meinen Like-Button, wenn ihr das Video auf YouTube seht. Ich weiß gar nicht, warum ich immer YouTube so zuerst sagen will. Abonnieren, Like und Abfahrt. Quasi mein erst... Alles kostenlos. ...erster Tag mit der PSVR 2. Also wirklich der... komplette erste Tag, weil was anderes außer Horizon spielen habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Und das war ja erst der Anfang. Zum Release und im Laufe des Jahres, da erschienen noch eine ganze Menge weiterer Kracher für das Next-Gen-VR-Headset. Horror! Ja, hier, guck mal hier, Resident Evil 4, ne? Kam auch für VR. Einfach das perfekte. Also erst kam das Spiel und später kam dann die VR, wie heißt das? Das Erlebnis, ne? Genre für Virtual Reality. Und Horrorfans, die durften sich 2023 gleich über zwei VR-Hits im Resident Evil-Universum freuen. Erst. Ach, Village kam ja auch, stimmt. Aber da gab es keine Trophäen, ne? Kam Resident Evil. Das hast du einfach so durchgespielt. Und die Trophäen, die gab es nur bei dem normalen Spiel. Village. Warum, weiß ich auch nicht. Also in VR, bei dem ihr wahrscheinlich nicht nur einmal geschaut habt, ob eure Hände im Real Life noch ganz sind. Ich weiß gar nicht, wenn wie das beim Vierer ist, ne? Bei Resident Evil 4, ob das da auch so ist mit den Trophäen. Mal dabei sind, ganz ehrlich mal, was ist bitte los mit Ethan Winters Händen? Was die alles durchmachen müssen? Meine wären spätestens nach einer Stunde sowas von abgefallen. Quasi genau wie die von Ethan Winters. Rechtzeitig zu Weihnachten gab es dann noch die coole VR-Umsetzung von Resident Evil 4 Remake. Für Rennspielfans gab es das VR-Update von Gran Turismo 7. Das war nicht nur ein einfaches Update. GT7 wurde von Anfang an entwickelt für die PSVR 2. Und das merkt man. Es fühlt sich so natürlich an, mit dem VR-Headset hinter dem Lenkrad zu sitzen. Mit einem Blick nach links, da kann ich in den Seitenspiegel schauen. Ja, das soll richtig krass sein, ne? Also ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe ja auch ein Lenkrad.
Ich brauche das nur anschließend. Das ist kein PS5-Lenkrad, sondern, glaube ich, ein PS4. Aber das hat auch so Funktionen und so weiter. Motor, den spüre ich durch Vibrationen im Krank, Alter. Die ich brauche unbedingt so einen Sitz dafür. Durch leichtes Wackeln der Kamera simuliert. Für die ultimative Rennspielerfahrung empfehle ich euch wirklich ein Lenkrad. Dann habt ihr wirklich das Gefühl, in einem neuen Elfer Turbo zu sitzen. Aber ganz ohne die schreckliche Gewissheit, gleich eine ganze Menge Geld auf Rädern in echt in die nächste Bande zu versenken. Ich muss mir mal echt so 3 Wochen freinehmen oder so und jedes Spiel auf Herz und Nieren spielen. Ja. Shooter-Fans, denen lege ich außerdem Synapse ans Herz. Der Roguelike-Shooter nutzt das Eye-Tracking der PSVR 2 richtig clever. Neben Schusswaffen habt ihr nämlich Telekinese-Kräfte, mit denen ihr Gegenstände wie Fässer oder Kisten durch die Gegend werfen könnt. Mhm. Dazu reicht es, wenn ihr das Objekt der Begierde einfach anschaut. Und schwupps, habt ihr es in den Händen. Also in den virtuellen, ihr versteht. Und dann könnt ihr es auf den nächstbesten Gegner schleudern. Auch virtuell, schade. Das waren bis jetzt übrigens alles Exklusivtitel für die PSVR 2, die es eben nur gibt auf der PS5. Ich sag ja nur. Es gab aber natürlich auch noch mehr geile Spiele im ersten Jahr. Wem Among Us in der Originalversion nicht immersiv genug war, der kann dank Among Us VR selbst in einen Raumanzug schlüpfen und seine Freunde hintergehen. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Gehen. Oder andersrum, werde ich wahrscheinlich wenn auch nie. Plötzlich ein Killer. Aber da brauchst du auch Freunde, ne? Und die habe ich ja nicht. Aus einem oder Online-Freunde, die habe ich auch nicht mehr. Sprungen kommt und einen anmietet. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Nichts alle verschwunden oder tot, keine Ahnung. Oder beides. Er war's. Wer lieber einen entspannten Spieleabend mit Freunden verbringen will, ist bei Demeo und Walkabout Minigolf besser aufgehoben. Das soll geil sein, habe ich auch gehört, ne? Demeo dieses ist Mini, quasi ein Minigolf-Ding. Pen-and-Paper-Rollenspiel. Bis zu 4 Spieler finden an dem virtuellen Tisch Platz. Es wird gewürfelt, es werden Figuren verschoben, okay, Monster erledigt und Schätze geborgen. Walkabout Minigolf lässt euch aber dagegen das gemeinsam golfen. Perfekt, wenn ihr Freunde habt, die viel zu weit weg wohnen, um sich mal kurz zum realen Minigolf zu verabreden. Und hier noch ein Special Shoutout an Before Your Eyes. Das Adventure rund um das geheimnisvolle Leben eines Künstlers könnt ihr komplett steuern mit euren Augen. Einfach blinzeln, um mit der Spielwelt zu interagieren. So wie ich es eh schon immer mache, nur seltsamerweise meine Umgebung nicht mit mir. Andersrum, ne? Ich kann das nicht so gut. Ach so, wenn er flirtet oder was? Hey. Bis die erste PlayStation VR verpasst habt, keine Angst. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge Umsetzungen der besten VR One Games für die PSVR 2. Zum Beispiel Job Simulator. Gab's sogar kostenlos. Oder Drunken Fight Bar Dings? Wie hieß das? Die ihr jetzt in hochauflösender Grafik und mit dem verbesserten Tracking genießen könnt. Darunter die beiden Klassiker und wohl schweißtreibendsten VR-Games aller Zeiten. Geholt. Beat Saber und Pistol Whip. Pistol Whip ist aber gar nicht so cool. Aber das ist mir zu bunt, Alter. Da krieg ich ja um. Weltraum-Action könnt ihr erleben in No Man's Sky, während Moss Book 1 und 2 ein herzerwärmendes Märchen mit so einer Aber ich glaube, Moss habe ich auch gespielt, den ersten. Ich glaube, Moss ist so, dass du keine verbesserte Grafik hast, sondern nur dadurch, dass die Brille eine bessere Auflösung hat, ne, ist das irgendwie ein besseres Bild in dem Fall. Es kommt dir besser vor, aber am Ende ist es immer noch das gleiche Spiel. Hat nämlich jemand mal gepostet in einer Facebook-Gruppe und dann habe ich gelesen und dann habe ich ein bisschen mitgelesen. Maus in der Hauptrolle erzählen. Und noch ein wirklich allerletzter Tipp für alle Eye-Tracking-Enthusiasten. Der abgefahrene Shooter Res Infinite, ein Klassiker, der bietet Sagt auf der PSVR nix, 2 einen Modus, bei dem ihr allein mit euren Augen auf Gegner zielen könnt. Ihr braucht gar nicht so zu tun. Sowas hat sich jeder von uns schon mal in einer überfüllten Bahn gewünscht. Das erste Jahr der PlayStation VR 2, es war vollgepackt mit coolen Spielen. Und wer bis jetzt noch mit der Anschaffung gezögert hat, hat, glaube ich, nun genug Gründe für so eine PSVR 2. Und wer bisher noch gar keine Berührungspunkte hatte mit VR, bekommt jetzt wirklich die perfekte Gelegenheit, um die Technik in einem weit fortgeschrittenen Stadium zu erleben. Also ich persönlich hatte zwar auch schon viel Spaß mit dem ersten VR-Headset von PlayStation, aber die neue Generation, die legt echt nochmal eine ordentliche Schippe drauf. Egal ob Tracking, Grafik, haptische. Und wenn du laufen wolltest bei Horizon, musstest du so machen. Dann bist du gelaufen. Ne?
Krass. Das Feedback, das macht alles. Musstest du mit den Controllern machen, Alter, sonst ist der nicht gelaufen. Einfach Bock und ist eine super Abwechslung zu den flachen PS5-Games am TV. Schauen wir doch mal in die Zukunft der PSVR 2-Games. Welche Spiele kommen denn 2024 oder sind in Entwicklung? Um die Metro-Reihe war es so ein paar Jahre lang still. Aber ach, stimmt, da kommt auch was, ne? Endlich zurück und zwar als VR-Shooter. Ach, wisst ihr, was auch noch kommt? Zombie Army, Alter. Das wird geil. Das hole ich mir. Die Mischung aus Survival und Stealth-Action, die erzählt geil, ne? Die Vorgeschichte zu Metro 2033. Ich habe noch nie ein Metro-Spiel gespielt. Ihr Metro-Spiel schon schreibt es in die Kommentare. Oder halt VR-Headset. Und wie fandet ihr das? So hautnah erleben, wie ihr eine Postapokalypse so gerade noch erleben wollt. Also gerade. Die Macher von War Thunder arbeiten dagegen an einer realistischen VR-Flugkampfsimulation. Oh, krass, in Aces of Thunder steigt ihr in die Cockpits von historischen Jagdflugzeugen und liefert euch online realistische Duelle gegen Hobbypiloten aus aller Welt. Oder ach so, online? Nee, ihr das streichelt ist einfach eine Runde euer liebgewonnenes Luftgefährt. Wenn, dann würde ich das alleine spielen. Oder zusammen, aber nicht gegeneinander. Ich verliere immer. Düstere Cyberpunk City, Neonlichter überall, fliegende Autos zwischen Wolkenkratzern und eine Open World zum freien Erkunden. Oh ja, das könnt ihr alles bald auch in VR erleben und zwar in Cyberpunk Lo-Fi. The neon-soaked dreamscape, thick with atmosphere, aha. Shrouded in mystery. Fuck. Anstatt einer linearen Story entscheidet ihr selbst, wie euer Tagesablauf als Cop aussieht. Entweder ihr geht eurer Arbeit nach und patrouilliert die Luftstraßen oder ihr verballert eure Kohle im Casino und spielt Games in der Arcade-Halle. Ich für meinen Teil weiß auf jeden Fall jetzt schon, was ich den ganzen Tag machen werde. Katsching! Und auch für Gruselfreunde gibt's neues Futter. In Mannequin kommen Aliens in Kontakt mit Menschen. Okay, das habe ich glaube ich auch schon gesehen, aber ich glaube, das ist nichts für mich. Mal, wenn ein Alien einen Menschen berührt, wird die Person in der Zeit eingefroren. So werden komplette Forschungsstationen zu unheimlichen Menschenausstellungen. In dem asymmetrischen Multiplayer-Spiel treten Menschen gegen die Aliens an. Der Twist dabei, Aliens können sich als Mannequins, also wortwörtlich Schaufensterpuppen, hier aber eben die eingefrorenen Menschen tarnen. Als menschlicher Spieler wisst ihr also nie, das ist ja voll ob es kompliziert, überall Alter. In den Level verteilten Personen. Was ich natürlich geil finden würde, und ich muss es einfach erwähnen, GTA 6 in VR, Alter. Und um Aliens oder eingefrorene das wär Menschen. Das wäre geil. Ja. Rockstar Games, wenn ihr das hört, mach mal, Alter. Viel Spaß beim Herausfinden. Außerdem in der Pipeline für PSVR 2 das Fantasy-Epos Skydance's Behemoth von den Machern der Walking Dead Saints and Sinners-Reihe, das Sci-Fi-Fantasy-Action-Game Arcan Age und das Rätselspiel Tin Hearts, das sich rund um kleine Spielzeugfiguren dreht. Ja, ihr seht schon, an Spielefutter wird's euch auch im Dings haben sie nicht gezeigt hier. Zombie Army. Zweiten Jahr mit der PSVR 2 und darüber hinaus nicht mangeln. Jetzt seid ihr dran. Was war euer Lieblingsspiel auf der PSVR 2? Oder habt ihr noch gar keinen? Jetzt aber Lust bekommen, selbst mal einzutauchen. Freunde, schreibt mal euer Lieblingsspiel in die Kommentare bei mir. Ich bin mal gespannt, was euer Lieblings-VR-Spiel ist. Egal ob PSVR 1, VR 2 oder irgendein anderes System. In die VR-Welt. Ich bin mal raus. Ja. Ich muss mehr Eye-Tracking-Spiele ausprobieren. Okay. Gutes Video, hat mir sehr gefallen. Also die werden auch immer besser, ne? Auch mit dem Kollegen hier. Videos werden immer besser, gefällt mir sehr. Und war auch ein gutes Video. Und ich bin mal gespannt, wo es hingeht in der Zukunft, ne? Mit VR. Und die Spiele, auf die ich gespannt bin, sind natürlich für dieses Jahr Wanderer und Zombie Army VR. Ich glaube, das war's. Ne? Und ansonsten habe ich natürlich noch sehr viel auf meiner Festplatte, aber ich komme einfach nicht dazu. Juti!